Das ist mein erster Auftritt in Kanada. Direkt aus meiner Wohnung in Liestal. Mit der Laptop-Kamera aufgenommen und für Bühnenstimmung eine Nebelmaschine. Ja, wo das Jahr ja alles angefangen hat, ist einmal mein Nachbarbub zu mir gekommen und hat gesagt: Weißt du, Dominik, die Geschichte, die kann ich immerhin mal meinen Kind erzählen. Und wenn ich keine Kinder habe, dann erzähle ich es halt meinen Grosskind. Und Geschichten können wir ja wirklich genug erzählen von diesem Jahr. Darum erzähle ich Ihnen eine vom letzten Jahr, nämlich vom 6. Dezember. Und am 6. Dezember kommt der Santiklaus in der Schweiz so ein bisschen zu den Kindern. Bringt ihn in einen Sack, Mandrinli und so mit. Und letztes Jahr bin ich eben aus Versehen, kann man sagen, Santiklaus geworden. Ich habe mir die Geschichte notiert. Folgendes ist passiert. Danke vielmals, dass du einspringst, gell? Hat Marco gesagt und mir den weissen Bart in die Hand gedrückt. Und jetzt, gute 2 Stunden später, kämpfe ich mich durch den Wald durch, sehe fast nicht unter Kapuze führen und der Bart bisst und das Kerzchen in der Klausenlaterne brennt nicht, weil mir vorhin das letzte Zündhölzchen ins feuchte Laub gefallen ist. Nur das Klausenglöckli ist saumässig gut drauf und bimmelt fröhlich der Nacht entgegen. Bei der Lichtung oben, siegen sie, hat Marco gesagt. Wir sind so 3-4 Familien, weisst, und ich fände es eben keibe glatt, wenn der Santi Klaus nicht vom Weg, sondern wirklich so zmitzt aus dem Wald würde kommen. So richtig wie im Bilderbuch. Ganz romantisch. Weisst, wie die Kinder Freude haben, wenn du einfach plötzlich zwischen den Bäumen führen stampfst. Zwischen den Bäumen führen stampfen also, hä? Alles klar. Aber zwischen diesen Bäumen hat es Wurzeln und Büsche und Sträucher, die dann dem Santi Klaus nicht brav Platz machen. Nein, sie stellen ihm das Höckli und fetzen ihm ab und zu einen Ast ins Gesicht. Santi Klaus! Zoberst oben auf dem Hügel hat es Licht und kleine Gestalten wie wild winken. Guten oben! Rufe ich so Santi Klaus wie ich kann und klettere dann leiselig fluchend den Hang darauf. Kurz bevor ich da oben bin, verfangt sich mein Bart in einer jungen Tanne. Santi Klaus! Ein Mädchen ist sehr besorgt, ein Bub von der Verbrühlen und säckelt davon. Mit einem Ruck rupft mein Bart aus dem Dändli und stammt dann kurz darauf ab, endlich durchnässt und verdreckt vor diesen Leuten. Ich glaub's einmal, wegen der verrutschten Kapuzen und dem verstrubelten Bart sehe ich nur grobe Umrisse. Ich stolpere hin und her, verteile Mandrinli, Grettimann und auch sonst alles, was ich in diesem Sack drin finde, lasse ein paar Klausensprüche fallen, gehe fast über die Führstelle über und als ich endlich wieder gehen will, zupfe mir ein Mädchen am Mantel und sagt: Genau das haben wir gewünscht. Du bist der Beste von der ganzen Welt. Auch die Erwachsenen klopfen mir auf die Schulter, eine Mutter schüttelt mir herzlich die Hand und der Vater sagt mir sogar, dass die Welt mehr Menschen braucht wie mich. Fast ein bisschen geschmeichelt, klettere ich den Hügel wieder durchab. Santi Klaus sein, muss ich sagen, hat also auch seine schönen Seiten. Und genau dann hat das Handy gelitten. Du, wer kommst du endlich? Hat mich Marco gefragt. Wir warten schon seit 3/4 Stunde auf dich. Ist langsam ein bisschen kalt. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, auf den Grettimannen kleben dann 100er Nötchen drauf. Die musst du dann den Grossen geben, gell? Ja, ich wünsche Ihnen somit einen schönen 6. Dezember und vor allem eine fröhliche Weihnacht. Dankeschön vielmals. Oh, Nebel. Extra aufgestellt. Lassen wir nochmal ab. Ein wildes Jahr. Passt dazu, Nebel. Dankeschön.